Jetzt fange ich an. Heute geht's um Stuttgart 21. Glotze die zu alle 20. Hole Zense, Bengel, Schlegel, ab geht's zu den Schwabevögel. Badenflagge, Helibarden, wir Zeller retten die Milliarden. Im Geiste unserer Narren fahren, folgt mir nach, ihr Veteranen, ihr Steuerzahler, Meldmaschinen, fertig, aus mit guten Mienen, Trompeter, Blasins, Martinshorn, lang lebe Schäuble, auf nach vorn. Holzhauer, euer neues Motto, Schlacht in der Stadt von Daimler, Otto. Im Kampfe gegen Spekulanten seid ihr die Unterflurhydranten. Mobile Wasserwerfer knannt, strahlt auf im Schwabenland. Strahlt hinweg des Sumpfes Filz und spült danach mit frischem Pilz. Frei mir von der Bahn spendiert, weil ihr gewaltlos demonstriert und mit Bierkrieg angewinkelt, ganz ohne Druck auf Gleise pinkelt. Doch Vorsicht vor dem großen Bruder, wo Einsatzkräfte sind am Rudern. Messt euch lieber mit ihm nicht, verliert sonst gar das Augenlicht. Es trifft gewaltig hart sein Strahl, verletzt die Bürger ganz brutal. Auch Schüler, die auf Fahrzeug sitzen, tut voll die Staatsmacht runterspritzen. Angeordnet hat das keiner. Schuld hat immer ein ganz kleiner. Die Maßnahmen waren angemessen, tönt's aus Partei- und Gewerkschaftsfressen. Politiker, die lauthals schreien, Kinder geschickt in erste Reihen, von Müttern gar als Schild vor Waffen. Ich sag solch arroganten Affen, es wissen selbst die blödsten Rinder, es geht um Zukunft dieser Kinder. Selbst wenn die Eltern recht gebrochen, zerschlägt man Kindern nicht die Knochen. Mit Trommelwirbel und Karacho und 180 auf dem Tacho verrast von hier zur Großbaustelle Narrenmusik, Adolf Zell. Da schreit selbst Merkel ganz beklommen, Alarm, die Fleischkäse-Zombies kommen und blasen euch das Partnerlied. Gönner Mabus, flieht, flieht, flieht. Es beißt der Polizeihund Hector rektal den Polizeidirektor. Dabei war er, so wird berichtet, auf Demonstranten abgerichtet. Da ein Instinkt vom Hund stets echt, war wohl der Biss in Arsch gerecht. Behauptet wird dann unbeirrt, der Fleischkäsebruch hätte ihn verwirrt, denn aggressive Demonstranten, vermeintlich Terrormusikanten, verbreiteten mit ihren Fürzen, um die Regierung abzustürzen. Was hier nicht angemessen sei, sind Schlagstück oder Pfefferspray. Denn wer so gefährlich meint, ein Sprecher, gehört überrollt mit Walzenbrecher. Jetzt kommt der Schlägelipik, streckt nur mal raus sein Blick.
Mit ihm Galan und Höllevogt, es führt politisch schon zum Schock, zum provokanten Schub. Das tut auch Belzebub. Auch wird bekämpft mit Pfefferreiz den Narrenteufel namens Geiz. Und Asmodeus, wenn man's lenkt, wird polizeilich vielleicht kennt. Tritt Narrenfresser in Erscheinung, sind die ganz oben gar der Meinung, solch anonyme Autonome bekämpft man heute mit Atome. Hier seien Bomben angemessen, sonst wird vom Teufel man besessen. Hintersinnig. Es haut ein Grad von Aberdeckel, wenn vor dir steht der Lumpesäckel. Die größte Figur vom Schlägelebeck, der ich wie folgt am Image leck. Ach, Lumpesäckel, ich find's schad. Hab glaubt, du bist ein Unikat. Doch fährst nach Sturge so ein Scheiß, bin Schlumpe, Säckel, Haufenweiß. Gardiste, Hupma, Kanoniere, passet auf, ich demonstriere. Das heißt, drei Schüsse Feuer frei. Nein, nicht für euch, für die Polizei. Für die Schulerbube wird's der Eng. Bang, bang, bang. Ziviles Volk, Gelbfüßler Anzig, verfolgt mir Stuttgart 21. Und wird es zu viel, macht ihr mobil. An eurer Spitze Zappenduster rennt mit dem Fernglas Fuchslockschuster. Hat die meiste Kampferfahrung mit Vögeln und mit deren Paarung. Kennt auch in Stuttgart jede Gattung, war Zeuge auch von der Bestattung vom Fuchsloch, wo die Bahn kein Geld. Sie unter einem dann erzählt, Sanierung, Fuchsloch, 2 Meter Breite, führt in Ruin und Bahn in Pleite. Mein Vorschlag drum, laut Vogelkunde, so arme Vögelmond im Grunde, Stuttgart 21, stoppen. Für Frieden und fürs Fuchsloch puppen. Die Bahn könnt sonst mit Slogan werben, auf blutverschmierten Bahnhofscherben. Fahr lieber mit der Bundesbahn in schwäbische Afghanistan zur Landtagswahl im Bürgerkrieg und feier den Parteiensieg zusammen mit der Polizei. Verletzte haben Rückfahrt frei. Hab Bilder gesehen, die dort geschehen, dass die Gewalt so eskaliert, bei uns passiert, hat mich schockiert. Meist friedlich waren die Demonstranten, doch Aggressionen sie entbrannten. Die Warnungen der Polizei, die gingen an ihrem Ohr vorbei. Demonstrationen haben Grenzen, ob jugendlich, ob alte Ränzen. Es müssen alle schnell kapieren, dass wir den Rechtsstaat so riskieren. Kopfbahnhof hin, Tiefbahnhof her. Hier in der Gebüt ging's mir um mehr. Eskalationen aufzuzeigen, wie man Gewalt tut übertreiben. Es sollen sich beide Seiten schämen, ein Beispiel sich an Narren hemmen, mit Peitschen, Knüppel und Kanonen auf Narrentreffen, Demonstrationen tun wir auch unsere Meinung kund und schlagen niemand blau und wund. Unsere Waffen sind Humor,
Auch spitze Zungen kommen vor. Das ist bei echten Narren so. Das macht mich stolz. Marie! Jawohl.